Und deswegen würde ich gerne Holzplanken mir bauen. Bei Holzplanken haben wir ganz lustiges Holz. Da finde ich das zum Beispiel sehr schön. Und damals bisschen was. Und dann haben wir noch Steinziegel. Wir ganz so schauen, Steinziegel und normaler Stein. Okay, Stein, normaler Stein. Lehm haben wir auch noch. Können wir uns aus Stein machen. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Muss man, glaube ich, gucken, wie man das einbaut. Dann Asphalt haben wir noch. Gravel. Beton. Wenn es da vielleicht einen graueren, tristeren Ton gäbe, fände ich den cool. So ein Plattenstahlbeton. Putz hätten wir auch noch. Ja, Putz ist halt schon wieder was Neumodischeres. Das will ich eigentlich nicht bauen. Marmorfliesen, Kupfer, Metall, Metall. Okay. Pflasterstein vielleicht. Müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Sieht dann schon wieder ein bisschen neumodischer aus. Ich glaube, dann könnte man eventuell... Wir nehmen mal die. Nehmen mal die und machen uns mal... Boah. Okay, so geht das auch. Dann machen wir uns hier mal ganz kurz davon ein paar. Okay. Man sieht es vielleicht schon, da hinten geht langsam die Sonne unter. Das heißt, wir haben... Oh, das sieht so geil. Also die Lichtengine ist geil gemacht. Das muss man mal sagen. Und jetzt hätte ich gerne... Stein, genau. Platzieren. Und da bauen wir uns erstmal einen Untergrund, auf dem man dann stehen kann. Das würde ich nämlich sehr bevorzugen. So, ich weiß bloß nicht genau, wie weit der jetzt geht. Ich glaube, da geht auch nochmal rein. Genau, da geht nochmal rein. So, hier geht noch, hier geht noch. Hier geht noch, da, da. Okay, hier geht auch noch. Hier müsste theoretisch dann auch noch gehen. Und da und da. Alles anpassen schön. Hier ist dann schon wieder 1, 2. Hier geht, hier geht. Und hier ist dann schon wieder... Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ist aber auch nicht verkehrt. Wir könnten es theoretisch auch ein bisschen versetzt bauen. Dass man sagt, okay, das erste Haus, da hat man vielleicht noch nicht so viele Möglichkeiten. Dass man da einfach noch... Wenn da sagt, okay, gut, da hat man noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, dann hat man da halt angefangen, noch ein bisschen anders zu bauen. Dann können wir das immer machen. Dann gehe ich einfach mal. So, Moment. Das ist was schon so machen wir, damit es wenigstens ein bisschen irgendwie aussieht wie gewollt. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Steine. Stein, Steinziegel und dann hat man jetzt gerade, was war das für einer? War das Steinziegel? Pflasterstein war das, gell? Genau, der da. Moment, dann tun wir uns mal ganz kurz. So, 20. Flup, 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 flup. So. Und ich glaube, das war ein bisschen übertrieben gerade, was ich gemacht habe. Aber egal, wir wollen uns ein schönes Häuschen bauen. Und da wollen wir nicht sparen dabei. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal für alle in Let's Play Rising World. Ich freue mich schon mega drauf. Hier tun wir uns ein bisschen abkrabbeln, damit es nicht zu komisch aussieht. So. Hey, was ist das denn? Man kann übrigens, wenn man Blöcke gesetzt hat, kann man nur mit der Spitzhacke kaputt machen. Und die verschwinden dann auch ganz. Also da bleibt ja nichts übrig. So. Okay, jetzt der Stein, genau. Stein, Stein, Stein. Und dann kann man das hier noch ein bisschen rausziehen. Das kann man dann später eventuell einfach alles wegmachen. Und wir müssen uns, ihr werdet jetzt euch gleich wundern, warum ich so große Zimmer mache. Ihr werdet es dann aber auch verstehen, warum die Zimmer so riesig sind. Ich habe den Fehler gemacht beim ersten Spielstand, dass ich die Zimmer sehr klein gemacht habe. Ihr werdet verstehen, warum. Ihr werdet es verstehen. Da wird alles... in euren Kopf reingehen, da werdet ihr ein vollstes Verständnis haben. Ihr werdet verstehen. Du wirst verstehen. Ja, la 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 la. So.
Nee, es hat auch... Ich weiß ja, dass Sarah das Let's Play auch macht. Und einige werden es vielleicht sagen, Nachmacher und so. Aber man muss es einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der Sarazar das Let's Play fortsetzen wird, weil das überhaupt nicht den seine Riege ist, diese Art von Spielen. Und darum dachte ich mir, fühle ich einfach mal ein Let's Play und ja, ne, weißt du Bescheid. Wie sieht das sich hier als Ausgleich für Sarazar? Natürlich nicht. Das war jetzt einfach nur. Der war falsch gesetzt, der kommt weg da. Dann hier, da. Ja. Ich glaube, das hier ist noch zu hoch, gell? Muss man weg. Das ist ja alles kein Problem. Ich frage mich, ob man mit Erde vielleicht auch cooles Zeug machen kann. Habe ich gar nicht geschaut so. Aber ich glaube, das müsste gehen. Würde mich zumindest wundern, warum das nicht gehen sollte. So. Natürlich auch eigentlich ziemlich geil, statt hier einfach mal die erste Nacht sich so ins Haushöschen zu kraften und durchzuschlafen. Nö, nö, legt euch gleich los, Leute, in diesem Haus hier so. Typisch ich halt. Einfach mal übertrieben. Warte mal. Das hier unten wäre jetzt, wenn man... Ich werde das hier mal wegmachen. Sieht komisch aus. Ah, super. So sieht das schon besser aus. So, machen wir hier noch eine Dreierreihe dran. Und das würde ich dann hier so zu. Ja, genau, genau so. Und hier würde ich das hier noch zu Ende machen wollen, damit wir hier so ein Viereck reinbekommen. Das sieht jetzt halbwegs vernünftig aus, was die Größe angeht von diesem Raum. Allerdings haben wir noch viel größere Platz vor. Ihr werdet gleich sehen, diese Gegenstände. Ihr seht das schon an den Tischen da vielleicht. Für die, die sich jetzt wirklich wundern. Ihr seht es an den Tischen, die sind riesig. Die Gegenstände, die man hier reinplatzt, sind momentan auch wirklich riesig. Ich weiß nicht, ob es so bleibt. Wäre jetzt kein Verbrechen, wenn es so bleiben würde. Ich hoffe auf... Keine Ahnung, ich finde es eigentlich okay. So, klack, 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 klack. Und ich habe auch schon echt krasse Bauwerke gesehen. Also, was da schon, was ich da schon gesehen habe, boah, hart. So. Mal schauen, dass wir hier auch irgendwie realistischen Grundriss reinkriegen. Hier habe ich noch 16. Da. Wir haben ja genug Stein gesammelt. Das war unser Vorteil. Wir haben am Anfang gleich gut Stein gesammelt. Das kommt uns jetzt natürlich zugute. Ups, das war nicht geplant. Ich lasse mal da oben. Vielleicht mache ich damit noch was. Ich weiß es nicht. So. Okay. Das sieht ja fürs Erste gar nicht schlecht aus. Es ist natürlich jetzt tiefste Nacht für uns. Da ist... Jetzt mal schauen, was haben wir denn hier noch? Stein, Pflasterstein. Da hat man den hier und dann können wir mal gucken, was wir mal herstellen können. Ich gehe mal auf 10. So. Machen wir uns einfach noch ein paar. Ja, 70 nochmal so. Da wird es jetzt nicht mangeln. So, klack, klack, klack. Klack, klack. 3. Und dann hier noch die beiden, damit das hier auch ein schöner Block ist. Das hier kommt schon, das kommt mal weg hier. Ich wollte gerade aufheben, weil das halt, man kriegt es halt nicht wieder. Das hat mich gerade ein bisschen zum Aufheben bewegt, aber ja, ganz ehrlich. So. Ich frage mich halt gerade nur, ob das vielleicht ein bisschen sehr starr dann wirkt. Werden wir gleich mitkriegen. Weil wenn man dann von hier kommt, dann ist es natürlich auch so... Da unten ist ein Skelett. Dann ist es natürlich erstmal so eine Blockbaute. Aber wie gesagt, das erste Haus kann noch sein. Dann würde ich sogar... Okay, jetzt haben wir natürlich das Holz. Was mache ich mit dem Holz eigentlich? Mit dem Holz würde ich... Okay. F3. Location. Rotation. Memory Use. Player Status Walk.
Walk F falls. Walk B falls. Jump falls. Huh. Okay. Man sieht gerade, wir bekommen langsam Hunger. Da gibt es einen ganz coolen Trick. Und zwar gibt man die Melone, wir bekommen Hunger und Wurst. Dann macht man die kurz, sieht man unten mit Mausweich zerstückeln und dann können wir sie essen. Und eine noch, genau, das sieht jetzt wieder gut. Du hast eine Melone gegessen. Genau so eine Anzeige würde ich auch nochmal haben. Das wäre cool. Und da hinten sehe ich gerade einen Steinbruch. Und da gehen wir gerne hin. Was haben wir denn hier? Wow, schon wieder so ein Ding. Schon wieder so ein Ding, wo du ewig in die Tiefe fallen kannst. Müssen wir zubauen. Müssen wir erstmal ein bisschen rumkrabbeln. Alter, das ist ja gemeingefährlich hier. Das Spiel. Okay. Ich krabbel hier mal ein bisschen rum, damit können wir ein bisschen Stein wieder uns gut machen. Ich weiß gar nicht, ob das alles Stein ist. Ich hoffe es mal. Und das vielleicht so langsam am Rand hier so runtergraben, ist ja auch eine Option. Wir haben auch eine Fackel dabei und eine Taschenlampe, da könnten wir mal gucken, dass man dann vielleicht was Cooles findet. Ich weiß es nicht. Habe ich gerade 3. Boah, Alter, geht das da runter? Da gehe ich erstmal noch nicht hin. Der ist mir ein bisschen zu gefährlich. Hier sehe ich gerade aber eine Melone, die nehme ich mal mit bei Melonen. Gerade am Anfang eine sehr gute Nahrungsquelle. So, da war eine. Da drüben ist noch eine. Ich weiß gar nicht, wenn das eine 2er-Melone ist, ob man da noch 2 kriegt. Wäre aber logisch irgendwie. So. Dann haben wir auf der 4 jetzt den Stein. Fehlt natürlich auch noch hier das restliche Grundfundament, damit das hier alles. Ach, hier fehlt auch noch. Ach, scheiße. Dann mach ich das später weiter. Dann. Hätte ich trotzdem das Normalfundament auf einer Ebene gerne, also das Holzfundament, was da drauf gepackt wird. Deswegen packe ich da jetzt noch einen Steinrahmen drauf. Sozusagen ein abgesenkter Raum, der in das Fundament reingemacht wurde. So, das da weg. So. Genau. Treppen gibt es momentan noch nicht. Da kann man noch nicht mit dienen. Ist aber auch nicht so wichtig. So, dann nehme ich mir das Holz mal und tue es auf die 5. Und dann machen wir uns erstmal einen Holzrahmen hier einen kleinen. Den ich aber in diese Richtung offen lasse. So, wird gleich alles, genau. In die Richtung offen lasse, weil in die Richtung wird dann, glaube ich, weitergebaut noch. Das ist ja erstmal nur fürs Erste. Und ich würde gerne mal gucken, was dieses Foto macht. 5. 5. Individuelles Bild. Bild hochladen. Das ist ja geil. Moment. Desk. Minecraft-Dateien. Mods. Skins. Wait a moment, wait a moment, wait a moment. Skins. Funet Char PNG. Nee, das ist es nicht. DFD, Halloween PNG, Menzel Neverguess PNG, das ist es auch nicht, was ich meine. Oder doch, klar, das Kettchen. Boah. Kleinen Moment, 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 Moment. Das ist hier geil. Ja, Bild auswählen. Bild verwenden. Wie geil ist das denn bitte? Das mache ich später irgendwo hin, das ist geil. Das gefällt mir. Ja, dann müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Holz sammeln. Wie das bei jedem guten Spiel so ist, man sammelt erstmal schön Holz. Beim letzten Mal hatte ich mich in einem schönen Tal niedergelassen, das war auch nicht schlecht. Da hatte man halt den Vorteil, dass man das Tal an sich sah sehr schön aus. Hier hat man hingegen den Vorteil. Ich dachte, der hat den Baum dahinter abgehauen oder so. Hier hingegen hat man natürlich den Vorteil, dass man hier alles überblicken kann von hier aus.
Das ist auch nicht schlecht. Wenn dann Zombies kommen sollten oder so, kann man sich oben eine schöne Bastion bauen. Aber soweit sind wir eh noch nicht. Erstmal müssen wir uns hier ins Spiel reinfuchsen. Ich kenne zwar jetzt mich ein bisschen schon aus mit dem Spiel, das heißt aber noch lange nicht, dass ich hier irgendwie Profi bin oder sowas. Da kommt noch einiges.